Shalom Aleichem, wir lernen heute über ein besonderes Thema. Das Thema heißt Umgang mit Misserfolg. Es war nach Ablauf einer Zeit, da brachte Kain von der Frucht der Erde Gott ein Opfer. Und auch Hevel brachte gleich falls von dem Erstgeborenen seiner Schafe und von deren Beste. Da wandte sich Gott zu Hevel und seinem Opfer. Aber zu Kain und seinem Opfer wendete er sich nicht. Also Übersetzung von dem Wort Lo Sha'a. Lo Sha'a. Losha'a bedeutet nicht gehört, nicht gewendet oder keine Stunde gegeben, keine Aufmerksamkeit gegeben. Sha'a bedeutet Zeit. Masha'a. Steht geschrieben Losha'a. Der hatte nicht Zeit gegeben. Es verdross des Kain sehr und es senkte sich sein Angesicht. Da sprach Gott zu Kain, warum verdrießt es dich? Und warum ist dein Angesicht gesenkt? Also warum verdrießt das dich innerlich? Und die Ende ist, dass in dein Gesicht ist gesenkt. Schon wenn das Kind ist klein und jung, sind schon die Älteren und kommen sich zu beraten und haben Probleme mit sich, mit den Kindern. Wegen Probleme von Umgang mit Misserfolg und manchmal keine Möglichkeit, einen Misserfolg zu ertragen. Das Kind wurde nicht gewählt zum Sprecher, gefallen in Test und so weiter und so fort. Und auch bei uns Menschen, wenn wir Fehler machen, fallen, rutschen, glitschen, vermasseln, wir sind alle Menschen. Es gibt nicht am Leben nur Hatzlacha, Erfolg. Es gibt auch am Leben, wie wir wissen, Kishalon, auch die größte Mannschaft muss manchmal umgehen mit Misserfolg. Nicht auch jeden Sänger hat nicht jeden Konzert nur Erfolg. Manchmal gibt es auch einen Misserfolg. Es war ein großer Sänger von Amerika, Avraham Fried. Er ist gekommen extra hier nach Jerusalem, zu dem größten Stadion in Jerusalem. Und der Strom ist ausgefallen. Strom? Nur Misserfolg. Kannst du der größte Sänger sein, größte Band, alle Karten verkauft, alles, alles, alles. Kein Strom, kein Konzert. Noch schlimmer ist die Fälle, wo die Älteren sehen nicht dieses Problem. Und die Kinder erzählen nicht und reden nicht über den Umgang von Misserfolg. Aber irgendwann, es passiert eine apathische Passivität von dem Kind oder von dem Mensch, etwas am Leben zu unternehmen. Angst, keine Lust, keine Motivation und keine Kraft am Leben weiter sich zu kämpfen. Das Problem, dass man sich nicht umgehen kann mit Misserfolg, hat zwei Teile. Eins, Wut. Reue, Ärger auf die Vergangenheit. Verdammt nochmal, warum habe ich das gemacht? Warum bin ich gefallen? Warum in meiner Persönlichkeit gibt das etwas so defekt, nicht gesund? Also Wut und Reue und Ärger, was ist mit mir los? Was ist das Ergebnis, wenn der Mensch ist mit sich wütend auf die Vergangenheit? Sein Selbstbewusstsein ist am Boden. Also das ist der Schlüssel am Leben. Wenn der Mensch ist mit seiner Vergangenheit sagt, oh mein Gott, Lama, 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 warum, warum, warum? Ich war so glücklich und ich habe mich so vermaselt, so, wie man sagt in Jiddisch, frisch, gesund und meschugel. Und ja, die zweite Sache ist Verzweiflung von der Zukunft. Diese Fallen, dieser Misserfolg stört der Mensch zum zukünftigen Leben. Also, wenn habe ich gefallen einmal,
habe ich über meine Schaden, über meine Kommt einen Stempel von einem Misserfolg, von einem unerfolgreichen Mensch. Und das nennt der Mensch die Motivation, weiter zu probieren, weiter zu. Aber was wird helfen? Ist schon vorbei. Also, ich habe vermasselt in die Vergangenheit, ich bin sauer auf mich, ich kritisiere mich, ich bin mit Panik mit mir, ich bin in die größte Schande mit mir. Aber das ist nicht nur das Problem von der Vergangenheit, das ist auch ein großes Problem von der Zukunft. Dass der Mensch schenkt sich selbst ein Stigma, ein Stempel. Ich bin ein Misserfolg, ich bin ein Versager, ich bin ein unglücklicher Mensch. In unserer Parasha, wenn Kain und Hevel bringen ihre Geschenk zu Gott, gehen wir nicht rein in die Geschichte. Wir gehen nicht rein jetzt in die Einzelheiten, was war mit Kain, was war mit Hevel. Ich will nehmen ein Wort von dem ganzen Geschichte und diese Geschichte erklären heute die Idee Umgang mit Misserfolg. Das Wort heißt Scha'a. Scha'a bedeutet gewendet. Zum Hevel hat er gewendet, in dieser Stunde, in dieser Zeit. Und zum Kain hat er nicht Scha'a, lo Scha'a, nicht gewendet, nicht die Stunde gegeben. Es gibt nicht in die Tora noch einmal diesen Wort Scha'a, in diesem Zusammenhang. Was heißt Scha'a? Scha'a bedeutet nicht dem Ganzen Aufmerksamkeit, sondern eine kleine Zeit von Misserfolg und Unaufmerksamkeit. Es gibt Pana. Pana bedeutet komplett nicht. Scha'a bedeutet für eine kurze Zeit Misserfolg. Was heißt das? Wir lernen von dem Wort Scha'a ihr, dass die Unzufriedenheit von Hashem, von Kain, war nicht allgemein für ewig. Das war nur jetzt Unzufriedenheit spezifisch zu dieser Geschichte, zu dieser Passierung. Deshalb ein Mensch soll wissen, ein Umgang mit Misserfolg bedeutet, ja, das Kind ist gefallen, ich bin gefallen, die Gruppe hat gefallen, egal wer fällt, das ist Misserfolg. Und auch wenn dieser Misserfolg passiert paar Mal, das ist nicht die ganze Zeit. Was heißt das? Steht geschrieben, Kol Omer David Chata, wenn einer sagt, dass David ist ein permanenter, dauerhafter Sündiger, macht er einen Fehler. Kann sein, dass er einen Fehler gemacht hat, aber er hat noch nicht bekommen den Stempel von einem Sündiger. Er ist ein Mensch, der gesündigt. Er ist nicht ein sündiger Mensch. Sein zwei Paar Schuhe. Jeden Mensch macht einen Fehler, jeden Mensch kann vergehen, aber das macht ihn noch nicht als Stempel ein Verbrecher, ein Sündiger. Das ist ein Mensch, stimmt, der hat einen Fehler gemacht. Jeder soll gucken bei sich, jeder Mensch macht einen Fehler. Jeder Mensch, der macht einen, schon wenn du über jemanden sprichst, über seine Fehler, bist du schon in dem Fehler. Also Misserfolg, sagt uns die Tora, ist einmalig und noch einmal einmalig. Wenn ein Mensch glaubt und versteht und erklärt sich und die anderen Leute, wir vertrauen und glauben an Gott, dass dieses Mal bin ich gefallen, stimmt. Aber beim nächsten Mal werde ich das schaffen. Sonst das Leben hat keinen Sinn. Wenn ein Mensch einmal fehlt und er denkt, das ist ein Stempel für ewig, wozu Hashem schenkt dem Leben weiterzuleben? Deshalb, ein Mensch soll nicht denken nur über die Vergangenheit, sondern über die Zukunft. Gucken wir, was steht geschrieben. Wenn ein Mensch sagt, warum dein Gesicht ist verdrossen, das ist Zweiflung, das ist Depression. Warum bist du wütend auf der Vergangenheit und warum bist du verzweifelt von der Zukunft? Und dann haben wir gelernt, die zwei Sachen, die passieren, wenn ein Mensch sich nicht richtig umgeht mit Misserfolg. Hashem denkt, das ist nicht richtig. Und da steht geschrieben, Hashem sagt ihm gleich danach, Aloim tetiv se'et, vim lo tetiv, lepetach hatat rovet, sollst wissen auf dem Zukunft, wenn du machst was Gutes, passiert was Gutes. Wenn du nicht das Gutes tust, kannst du auch noch einmal fallen in Loch von... Und jeder Mensch kann einen Fehler machen. Sagen wir, ein Mensch, der hat eine Neigung oder Problem zum Trinken, Alkohol.
Ist er ein Alkoholiker oder ein Mensch, der Alkohol trinkt? Wenn man gibt ihm den Stempel Alkoholiker, lässt ihm, man lässt ihm keine Möglichkeit, sich zu befreien von seiner Sucht und von seinen Problemen. Der Trinken ist nur ein Symptom von einem inneren Problem, der er nicht lösen kann. Darum trinkt er, er will damit umgehen. In dem Moment, wo ein Mensch denkt, ja, ich habe getrunken, es war ein Fehler. Ich habe zweimal getrunken, ich habe dreimal getrunken. Ich habe was gesagt, gemacht, getan, es tut mir leid, ich bereue es. Es schmerzt mir, ich bin am Boden zerstört. Ich bin bereit zu entschuldigen bei jeder, die habe ich für immer einen Fehler gemacht und so. Alles, alles bereit. Aber es liegt an dem Mensch. Niemand kann ihm dabei helfen. Nur sein einziges selbstbewusst Vertrauen und Emunah an Gott, das ist Lefisha'a, das war eine Stunde von schwacher Stunde, das nennt man im Judentum Ruach Stuss. Stuss. Stuss bedeutet Dummheit. Dummheit. Man sieht manchmal solche kleine Filme heute, zwei Mädel gehen, so ganz betrunken, eine fällt runter in die Treppe und stirbt. Zwei fahren mit dem Auto, fahren 160 und eine stirbt. Inmitten von Aufnehmen. Wie nennt man diesen Moment? Ruachstuss, aber das ist für ewig. Dieser Stuss hat der Mensch fertig gemacht. Er ist tot. Da gibt es nichts mehr zu machen. Schade. Das war wirklich eine Ruachstuss, die dem Mensch das Leben beendet. Tot ist tot. Aber wenn jemand lebt noch, Leben ist da, um sich zu verbessern. Jeden Mensch hat verdient eine Chance, auch wenn ein Mensch hat gesessen, 25 Jahre im Gefängnis. Es ist unglaublich, ich treffe manchmal hier Leute, ich bin sprachlos, was sie über sich erzählen. Ohne zu schüchtern, ohne die Sachen zu schminken wie in Europa. Die erzählen über sich Sachen, ich bin baff. Ich war ein Kriminell, ich saß im Gefängnis und heute bin ich sauber. Ich war in Depression und jetzt habe ich mich in die Hände genommen. Ich habe das und das war unglaublich. Und nette Leute und feine Leute, im Gegenteil, sie nehmen diese Fehler und versuchen mit diesen Fehlern, mit diesem Loch, mit diesem Problem, die anderen Leute sagen, ja, du schaffst das. Ich war dort. Ich war in diese Fehler. Und ich sage dir, wie habe ich das geschafft, rauszukommen? Wenn ein Mensch ist, ihm etwas passiert, so wie hat er geschafft, von der Sache rauszukriechen, soll er dem anderen einen Ratschlag geben, wie soll er das schaffen. Wenn der Papa selbst war von seinen Schulkameraden in Probleme, soll er seine Kinder sagen, ja, aber es war nur für ein paar Stunden, für ein paar Tage, für ein paar Jahre. Später ist gekommen eine andere Gruppe. Wenn jemand war geschieden, das heißt noch nicht, dass er ist ein schlechter Partner. Lefi Sha'a, zu dieser Stunde, zu dieser Zeit, hat das nicht gepasst? Es wird kommen ein anderer. Ich kann auch alleine. Also jeder Mensch wird sich die Antwort geben für was. Das heißt, wenn man denkt an die Sache als eine Scheibe von Salami, als eine Scheibe Brötchen, das ist nicht der ganze Brot, das ist nicht der ganze Mensch defekt. Das ist eine Fleck. Fleck, soll man nicht wegen einem Fleck werfen dem ganzen Hemd. Soll man dem Hemd wäschen. Schlussfolge, Fazit. Misserfolg kann bringen schwachen Selbstbewusst und Verzweiflung. Schlussfolge ist, der Misserfolg ist nicht für ewig. Wenn man macht über jemanden Kritik, soll man ihm nicht sagen, du bist ein Lügner. Gott behüte, ein Kind ist nicht ein Lügner. Das Kind hat gelogen. Er ist nicht ein Lügner und er ist nicht ein, was weiß ich, ein Titel, der nicht passt, auch wenn er hat gelogen, soll man ihm nicht sagen Lügner, soll man ihm nicht sagen Sündiger. Die Sprache ist sehr wichtig. Du hast mir gerade nicht die Wahrheit gesagt. Das tut mir sehr weh. Das geht nicht bei uns, dass man sagt nicht die Wahrheit. Oder man sagt ein Kind, du bist fresh. Nein, ein Kind ist nicht fresh. Deine Benehmung jetzt, Sha'a. Deine Verhaltung mir gegenüber jetzt ist eine Benehmung von Frechheit. Du bist ein gutes Kind und es passt dir nicht, die Frechheit auszuüben. Aber nicht sagen Lügner, Frecher, Fauler. Gott behüte, sagst du eigene Kind Fauler? Stell dir vor, jemand sagt uns faul, jemand sagt uns Alkoholiker, jemand sagt uns einen Titel. Gott behüte, man kann sagen, ein Mensch, ja, du bist ein guter Mensch, hast du einen Fehler gemacht. Fehler gemacht, hat man noch Chance, sich aufzuheben. Unzufriedenheit
soll immer sein für eine gewisse Zeit. Ja, ein Mensch soll unzufrieden sein, eine gewisse Zeit. Und dann aufheben, nicht ganzes Leben leben mit dem alten Titel. Was hat man hier vor so viel? Es war in Israel ein Soldat, da war ein Verbrecher. Und dann ist er gegangen in die Armee, hat man ihm nicht Chance gegeben. Und schrecklich, also jeder muss beim jeden Arbeit bringen sein ganzen Resümee und Freiheit von Polizei. Vielleicht der Mensch hat einen Fehler gemacht und jetzt ist er in Ordnung. Früher hatte er kein Geld, hat er was geklaut als Kind, als CD. Wegen einer CD soll er jetzt nicht eine Arbeit bekommen. Muss man in die Gesellschaft und in die Welt der Mensch eine Chance geben? Es gibt Kindheit, es gibt Stussi, es gibt böse Trieb, es gibt Momente, wo man sich fehlt. In jedem Misserfolg braucht man einen, der an dich glaubt. Der dir sagt, es wird schon. Du wirst es schaffen. Du wirst gehen im Erfolg kontinuierlich und langsam und Hashem wird dir helfen. Hashem soll uns helfen zwei Sachen. Eins, wir sollen auch unsere Kinder motivieren bei Misserfolg. Ein Kind hat etwas Misserfolg gehabt in Test, gefahren Auto, macht schon 7 Testen beim Auto, nicht geschafft. Was sagt ein Dummer? Fahr lieber Fahrrad. Was für ein guter Witz. Also der macht schon den 7. Autotest für Auto und du gibst ihm einen Stempel, soll er lieber fahren weiter mit dem Fahrrad oder mit dem U-Bahn. Du kannst ihm sagen, ja, bis jetzt hat es nicht geklappt. Beim 8. wird klappen. Nicht jeder klappt das bei ihm beim ersten Mal. Kann sein, dass du warst aufgeregt. Kann sein, der Tester war an dem Tag schlecht drauf. Manchmal jemand kommt plötzlich rein in die Mitte. You never know what's going on. Wir sollen nie die Hoffnung und die Zeit in dieser Welt, solange die Augen seinen offen, sollen weiter hoffen. Und auch wir sollen wir Menschen verzeihen, wenn sie Fehler gemacht. Und versuchen, zweiten neue Blatt und neue Chance zu schenken. Wenn wir dem anderen keine zweiten Chance geben, soll man wissen, alles kommt Bumerang. Also, Umgang mit Misserfolg bedeutet, es ist eine Stunde, Scha'a. Es ist eine Zeitweile. Ja, es ist ein Abschnitt vom Leben, wo es Misserfolg passiert. Auch ganz erfolgreiche Leute haben nicht die ganze Zeit nur Erfolg. Sie haben auch Misserfolg. Und sie müssen damit lernen, umzugehen. Ich kenne jetzt eine wunderbare, wunderbare Kantor mit einer weltberühmten Stimme. Ich kenne ihn persönlich, ein bisschen Freund von mir. Warum sage ich ein bisschen Freund? Weil wenn er ist geworden so berühmt, hat er mich so ein bisschen vergessen. Er hatte bessere. Er war beschäftigt. Und beim Corona hat er bekommen auf die Stimme Bruch und die Stimme kommt nicht zurück. Und jetzt will er mein Freund sein die ganze Zeit. Also er sucht meine Nähe und lädt mich ein und so. Ich vergebe ihm, ich verstehe ihn. Es ist legitim. Ich weiß nicht, was wäre passiert, wenn ich war in so einem großen Superstar. Vielleicht hätte ich auch so groß, hochnäsig, keine Zeit für den anderen. Aber du siehst, ein Mensch muss jetzt lernen, dass auch im Misserfolg braucht er Leute in sein Leben. Einen guten Freund, einen guten Kumpel, einen guten Mensch in dein Leben, in der Zeit von dem Misserfolg ist viel mehr wert als Leute in Erfolgzeit. Weil diejenigen schenken dir neue Leben, sie schenken dir neue Hoffnung, sie schenken dir neue Stunde, sie glauben an dir, so wie du bist. Nicht nach deinem Ergebnis, nicht nach deinem Erfolg, nicht nach deinen Noten und nicht nach deinen Titeln und nicht nach deiner Geschenkheit, sondern wegen das, was du bist. Sie stehen zu dir, so wie eine Mama steht gegenüber ihren Kindern. Egal, was sie tun, egal, was die Kinder haben gemacht. Mama und Papa lieben die Kinder. Unsere Stube ist für euch offen. Egal, was habt ihr vermasselt, wir haben euch lieb. Genauso, natürlich wollen wir, sollte auf dem guten Weg gehen. Aber unsere Stube, unser Haus ist offen. So wie Hashem mit uns gehen, müssen wir auch mit dem anderen gehen. So wie Hashem gibt Chance zu Kain. Kain! Hashem sagt ihm, wenn du gehst jetzt weiter gut, es wird gut sein, du machst schlecht, du wirst noch einmal leiden. Lerne davon, Schkoich.